So, wir sind zurück bei Lumino City. Wir haben aufgehört an dem Wäscheriesenrad. Und ich bin mir nicht sicher, ob man nicht hier vielleicht irgendwas mit diesen Rutschen machen kann. Haben wir eigentlich irgendwas dabei noch? Einmal auf die Tasche klicken. Geht nicht. Okay, dann gehe ich nochmal hier unten ran. Hier ist so Seil gespannt. Können wir da irgendwas machen? Nein. Da die Sachen rangehen. Nee, sie will da nicht hochklettern. Wir sind immer auf der Suche nach unserem Großvater und konnten aber nicht oben rumgehen, deswegen mussten wir jetzt hier unten klettern, haben die Spiegel aufgehängt, sind hier rausgekommen und müssen jetzt mal schauen, was hat es denn eigentlich mit diesem Riesenrad auf sich und was können wir dazu beitragen, dass da was passiert. Da ist immer noch dieser Hebel abgebrochen, dummerweise. So, ist da unten was? Lichter aus einer Ecke. Achso, das ist abgerissen, okay. Wenn man nur eine Zitrone dabei ist, ist es echt nicht so viel. Na, dann strampel ich nochmal. Vielleicht habe ich hier was übersehen beim Fahrtfahren. Okay. Ich mal rausgucken, ob hier drauf was passiert. Oh, das ist Riesenrad. Ah. Das zieht dann ja quasi immer dieses Seil ein und aus. Kann sie denn raufklettern? Ja. Kann sie dann da runterspringen? Da kann sie rauf. Okay, gut. Guck ich mir jetzt mal diese witzige Schaufel an. Oh, I like your guitar. Ach, deine Gitarre ist das. Why, thank you, Lassie. When I get out of here, I will show you how to play. Na, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich möchte. Hello, is anybody in there? wait a minute. Who's that now? A visitor? Oh, hello, Lassie. Sorry to disturb you. I just want to ask if you could help me. If I can help from in here, I will do my best. Will er nicht rauskommen? Er sucht den Hausmeister, Chef. Let me stop you there, Lassie. Down here, just me. Me in the river. Achso, und wieso ist seine Frau dahin im Haus? But this little place is all I own. Also hat er Streit gehabt? Oh, sorry, what's the problem? Well, first of my wife won't let me back in, and if I know her, she's probably so angry she's not letting anyone in. Why she's upset? It's not her fault. It was me and the wife's anniversary, you see? 20 years ago, I wrote her a song, oh I, how she loved it. For the last year, I've been promising her I'll play it for her again. Jetzt hat er es vergessen. Can't remember it. Ja, das war klar. Oh. Aye, it's a pain in the old gills. I can't remember all the different parts, but I can remember. Achso, er kann nur die Teile nicht so basteln.
Maybe I'm just getting slow. But it's like I need an extra pair of hands to play it now. Na, da können wir bestimmt helfen. Achso, warum kann er nicht raus? Weil er keine Hose hat, oder was? I well, this is a wee bit embarrassing. I've got no trousers. Ja, genau. None. Of course I've got some trousers. But my last pair was on the wheel in the park. Okay. Grün, okay. Okay, eine grüne Hose in der Mitte des Rades, ja. Schauen wir mal. Ach, guck an, hier ist der Sonnen. Hello, can I borrow the spanner? What's that? Oh, I take it, please. I have no use for it. Oh, ist ja gut, dann kann ich jetzt ja... Ich weiß auch nicht so genau, was ich da oben an dem Rad machen muss, aber irgendwas kann ich da tun. Na? Na, sehr gut. Nur hochklettern. Das ist witzig. Okay, eine grüne Hose in der Mitte des... Die müsste das ja eigentlich sein, oder? Okay, ich kann da... Was kann ich da machen? Okay, das irgendwie anpacken. Okay. Achso, erstmal das Wasser aufschlagen. Okay, gut. Und dann muss ich gleich mal gucken, wofür der andere Hebel dann da ist. Und die Socken sind doch niedlich, die da dranhängen. Tasche. Spanner. Klemmt fest. Sehr gut. Oh, I think I've got that stuck close. Das heißt, es dreht sich noch, aber es ist kein Wasser mehr. Das ist gut. Ich kann das ja trocknen jetzt. Aber das ist nicht... Da muss ich ran. Okay, ich muss irgendwie in die Mitte krabbeln. Okay. Ich habe ihn nicht. Ups. Hm?
Der erste. Ich kann irgendwie mich nicht an den zweiten festhalten. Warum, weiß ich auch nicht. Das ist der erste. Jetzt kommt der zweite. Jetzt aber. Okay. Nicht immer abspringen, was soll denn das? Verstehe das irgendwie nicht. Also, das fehlt doch an den letzten Mal. Okay, ich kann mich nur daran fesseln, wenn ich... Okay, dann versuche ich nochmal an die mittlere ranzukommen jetzt. Na, das ist ja super. Also da ist ja gar kein Bindfaden dran und an dem ist einer dran und an dem ist auch keiner dran. Bleibt mir ja eigentlich gar keiner übrig außer dem mittleren. Huch, ich wäre jetzt irgendwie direkt in die Mitte gesprungen. Okay. Kann ich doch bestimmt dann da so rüberkommen, oder? Das ist aber nicht die Hose, die ich gesucht habe, oder? Die Hose, die ich haben will, ist da hinten. Komme ich denn da hin von hier aus? Ja. Muss ich einmal da quer rüber. Solange sie nicht wieder runterspringt. Fast geschafft. Und... Na also. So, jetzt muss sie wieder zurückkrabbeln. Kann sie nicht einmal runterhopsen. Sehr gut. Runter. Hops. Opa, ich hab dir was mitgebracht. Also nicht mein Opa, aber ein Opa. Schau. A little damp, but clean. That will do me. I'm coming out. Dann schnapp ich mir jetzt die andere Gitarre. Okay, Luminous City hat sich gerade verabschiedet. Aber ich starte einfach nochmal direkt rein und dann hoffe ich, dass wir gleich wieder da sind. Glück, dass wir die Hose schon haben. Hoffentlich haben wir die Hose. Aber der Opa ist noch nicht rausgekommen, okay? Komm runter. Hopp.
Das wäre echt blöd, wenn wir jetzt die Hose nicht hätten. Na, alles gut gegangen. Dann kann ich ihn nochmal überraschen mit der noch etwas feuchten, aber sauberen Hose. Okay. Aha. So, young lassie, do you think was? I'll do my best. I like the guitar already. Well, that's half the battle. A guitar you like is one you can play. As I say, it's 20 years since I wrote this for my wife, so I'm having trouble playing it all the way through. I want her to hear it played as it was meant to be heard. It's in 6 parts. I will play each one in turn so we can practice. Then at the end we will have to go at it all the way through. I'm sure she will hear if we get it right. What do you say? Ready? Och, da bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe. Okay, der erste Teil. Das war nicht richtig, das habe ich sowieso schon gehört. Okay. Nämlich verstehe ich. Aber wenn ich die Maus festhalte, geht. Okay. Okay, Opa, kannst du mir das nochmal vorspielen? Ja, es ist wirklich sehr perfekt. Und 6 Teile sind das? Na ja, mal gucken. Nee, das hat doch was anderes gespielt. Das hat er auch gespielt, oder? Ja, wir sind ein super Team. Nee, doch nicht. Okay, oh, jetzt okay. Okay, jetzt müssen wir das alles nochmal ein Stück, oder was? Oh Mann. Oh, das ist toll, dass du einfach den Rhythmus machst, ne? Oh. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das erste ging. Okay.
Keine Ahnung. Okay. Vielleicht kriege ich nicht mal den ersten Teil hin. Das kann ja noch ein bisschen dauern jetzt. Oh, jetzt habe ich den ersten auch vergurkt. Oh Mann. Aber mit Trackpad ist es schwieriger als mit Maus. Muss man auch dazu sagen. Joypad ist kaputt. So formuliere ich. Ja, ich weiß. Du musst, dass ich das zweite schon vergessen habe. Okay, es fängt auf Rot an. Wenn ich wenigstens die Farben erkennen könnte. Gelb, Blau, Rot oder was ist das? Bei Grün, ich will auch die Zuschauer nicht damit nerven, dass ich das immer falsch sage. Ja, ganz toll. So, und wie war's jetzt? So ähnlich. Aha. Nicht mehr. Also 4 4 3 3 6. Wer es besser kann, bitte einmal kurz in die Kommentare schreiben. Vielen Dank. Wie in Realität, immer ganz knapp daneben. Naja.
So, 6, okay. 4, 4, 3, 3, 6. Gut. Okay. Ja, keine Ahnung, wie der fünfte Teil geht. Das war der lang war, ne? 3, 3, 4, 3. Und dann. Okay. Probieren wir es nochmal. Und dann? Okay, gut. Ja, und der Rest. Der Rest weiß ich nicht mehr. Ich bin schon fast da. Ups. Ah. Let's try it again from the top. Nächstes habe ich schon vergessen. Ey, das dauert, glaube ich, echt noch ein bisschen. Ich kann mir das nicht so merken. Okay, und jetzt, wie war das jetzt nochmal? Ach so. 5, 5, 4, 4, 3, 6, 3. Ich könnte das natürlich auch aufschreiben, aber. Ich will's lieber so schaffen. Aber Teil 4 habe ich auch irgendwie nicht gut genug geübt. Das ist wirklich schwierig. Hier unten. Ja, sehr gut. Tja. Ah, ich kann es mir einfach nicht merken.
Der Teil, ja. Ja, ich komme halt mit 4 und 5 immer durcheinander. Ich hätte würde gerne 4 und 5 noch mal ineinander üben eigentlich. Schlauch. Nein, das dusselige Trackpad. Das war nicht meine Schuld. Bin ich völlig raus. Ich brauche eine Maus, das geht so nicht. Wieder. Ach, das war so klar. Jetzt zeig mir doch mal 5 direkt dahinter an, Mensch. Ja, super. Ganz toll. Ich kämpfe hier einen ab mit diesem dusseligen Trackpad. Und ich weiß, wie der erste Teil geht, Opa. Nicht so langsam spielen. Das nervt total, dass ich... Oh, das macht einen wahnsinnig hier. Oh, ich könnte ausrasten. Bei 4 muss ich auch mit 4 anfangen. Die Zahlentasten verwenden kann, das wäre so angenehm. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr weiter. Und nun? Okay, aber der Anfang war richtig. Ja, jetzt habe ich das schwer vergessen, bevor ich anfange, was hier. Ich glaube, jetzt weiß ich. Yes! Es hat nur Jahre gedauert. That was some fast learning, Lassie. My wife will be delighted. Von dem Rumgestümper. Wait a minute. That was my song. Oh, you did know it. Oh, I'm glad. I knew it all along. I knew you wouldn't forget.
Oh, I'm so pleased. I've got my guitar, my river, my trousers. What more could a man want? I'm going to sit out here and noodle around for a while. Play along if you like. I'll be here. Ja, danke, ich habe jetzt erstmal genug gespielt. Ja, es war sehr viel Spaß. Ja. Ich verlasse jetzt mal das Wollknäuel hier mal. So, auf zum Haus. Komme ich da nicht rein? Hello again. Hello out there. Look, I'm sorry for what I said earlier. Und leider hat sie gar nichts was gesagt. Hm. But you won't believe it, I heard him playing my song. He drifted across the river like he was serenading me. I feel much better now. Das ist nett, wenn du die Tür aufmachst. Okay, sie mag das also nicht. Also sie hat da Höhenangst, okay. Oder zumindest kriegt sie Vertigo davon. Oh, ein Hipster. Mit seinem Fixie. Can I have a go on your bike? On this beautiful machine? Well, no. I wouldn't usually let anyone. But I've picked up some punctures. Punctures the like of which I've never seen before. I haven't the foggiest how to fix them all, even with my special puncture repair kit. You're welcome to have a try. I tell you what, fix it? You can jump on and have a go. How does that sound? That sounds great. Okay, also irgendwie Löcher, die man noch nie gesehen hat, ja? Achso, das ist Luft drauf. Ah, okay, alles klar. So, wir haben nur drei so Dinger und wir müssen die halt so platzieren, dass das alle abdichtet, ja? Ah, man kann die so drehen, das ist ja gut. Was würde sich denn anbieten? So, das bietet sich aber nicht an. So, nö. So, nö. Nö. Auch nicht. Auch nicht. Ding, 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 ding. Vielleicht so? Würde man ja auch erwarten, dass ich beide irgendwie vernünftig benutzen muss. So vielleicht. Nee. Jetzt muss ich jetzt einmal komplett rumdrehen, oder? Ich glaube, ich setze erstmal den anderen da drüber. Kann ich den nicht irgendwie so hinsetzen? Das ist eigentlich ganz gut so. That's it, all the punctures are sealed. Das hält bestimmt richtig lange. Junge, was ist denn los heute? Schon zum zweiten Mal abgestürzt.
Und das, wo ich gerade das tolle Luftpumpenrätsel gelöst habe. Ich will mich wie so richtig verabschieden. Das ist schon gefixt jetzt. Okay, ich müsste das jetzt nochmal machen. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Aufnahme und wir sehen uns wieder, wenn ich das Fahrrad gefixt habe. Bis zum nächsten Mal. Denkt an das schöne Lied, das ich für euch gespielt habe und tschüss.